geht ab, Freunde des Internets? Willkommen zurück zu Kindergarten TV, der Sendung, wo wirklich jeder dumme YouTube-Scheiß besprochen wird. Heute mit Case Freak vs. Kuchen TV. Viel Spaß. Selber schuld. Nee. Dann musst du die woanders machen. Wo nee. Länger ist. Nee. Es ist schon wieder Montag, hier ist der Flashback. YouTube-News mit Mr. Trashback. Daumen hoch, abonnieren, wenn ihr Bock habt. Das war das Intro und jetzt kommt Wurzeln. Oh Mann, Video Days 2016, was war da wieder los? Fassen wir mal kurz zusammen. Case Freak war dabei, seinen Auftritt zu haben. Er hatte gerade seinen Trash-Song 1 Million performt, als auf einmal zwei kostümierte Leute auf die Bühne gestürmt sind. Einer hat das Mikrofon zu sich geholt und gesagt, abonniert KuchenTV! Es war KuchenTV. Das hat die drei Jungs, die auf der Bühne waren, natürlich komplett aus ihrer Performance gehauen. Und dann haben die beiden sich auch noch Doggy genommen, der KuchenTV und sein komischer Kumpel. Dann ist aber noch eine ganz bestimmte Sache passiert, denn, oh mein Gott, haltet euch fest, ne? Weil Case Freak hat Hurensohn gesagt zu KuchenTV. Und das war wohl die schlimmste Beleidigung, die es jemals gab und boah, krass, riesen Shitstorm. Im Nachhinein war es so, dass ich KuchenTV und Case Freak und noch ein paar andere hinten im Backstage, Außenbereich getroffen haben, sie haben gelabert und das ist ein bisschen eskaliert. Die Jungs wollten es irgendwie klären oder auch nicht, who knows. Und Case Freak ist irgendwann ein bisschen saurer geworden, ein bisschen ausgetickt, hat die Kamera von KuchenTV gesnackt. Gesnackt, das hört sich so dumm an. Und dann wollte ihm der erstmal nicht zurückgeben, weil er so auf 180 war und wollte noch liebst auf die Fresse hauen, was er aber nicht getan hat. Der wurde allerdings mit ihm gesprochen und Case Freak hat die Kamera KuchenTV zurückgegeben. Allerdings ohne SD-Karte, ne? Case Freak hat KuchenTV also die SD-Karte geklaut. Okay Leute, boah, ey, es ist wirklich, es ist wieder Kindergarten vom Feinsten. Um es aber klarzustellen, ja, von Anfang an, beide haben sich falsch verhalten. Okay, das ganze Thema umfasst derzeit 3 Videos, 1 von Case Freak, 2 von KuchenTV. Ich habe die alle mal unten verlinkt, wenn ihr in genauerem Bilde sein wollt, dann schaut euch das an. Ich kann es nicht komplett aufzeigen, denn jedes Video geht weit über 10 Minuten. Deswegen, wenn ihr alles wissen wollt, müsst ihr euch leider über eine halbe Stunde mit Scheiße berieseln lassen. Okay, KuchenTV ist halt auf die Bühne gerannt, ja. Hat Case Freak dabei gestört, aber was niemand weiß ist, oder was wahrscheinlich niemand weiß ist, KuchenTV wurde nicht eingeladen von den Video Days. Er war also nicht als Künstler oder sowas da, nein. Er hat sich ganz normal ein Ticket gekauft. Was er in seinem Video ja auch erzählt hatte, was aber wahrscheinlich nicht so ganz durchgedrungen ist zu jedem. Er war nämlich vor der Absperrung bei den Zuschauern, hat es irgendwie geschafft, sich irgendwo da durchzusneaken und war denn an der Bühne und konnte da denn quasi ungestört draufrennen. Und alleine das ist so ein Punkt, wo man sagen muss, Video Days, Leute, nein, das darf nicht passieren, das ist unfassbar peinlich für die Video Days. Und da haben die Sicherheitsleute einfach komplett verschissen. Beziehungsweise vielleicht waren die gar nicht so schlecht und KuchenTV war einfach besser. Weil er einfach schon raus hat, wie man Events zerstört. Das kann natürlich sein. Ich habe extra mal bei Christoph Krachten angefragt, ob das jetzt noch Konsequenzen haben wird für KuchenTV. Das war ein bisschen schwammig. Ich gehe mal davon aus, dass KuchenTV tatsächlich nicht mal mit einem blauen Auge davon kommen wird. Das ist crazy, weil ich bin der Meinung, einfach mal komplettes Video-Days-Verbot ein Leben lang. Oh, der arme KuchenTV! Endlich zeigt der mal Case Freak, dass er scheiße ist. Nein, Leute. Das ist doch eine Schwachsinnseinstellung. Jeder, der behauptet, dass KuchenTV das Richtige gemacht hat, der liegt meiner Meinung nach falsch. Denn egal, wie schlecht die Inhalte von einem Case Freak auch sein mögen, was KuchenTV macht, ist in so vielen Fällen viel falscher. Es war ja nicht nur so, dass KuchenTV hingegangen ist zu den Video Days, um einen Auftritt zu stören. Nein, im Nachhinein ist er dann noch in die Backstage-Räume irgendwie gekommen, wo die Security auch wieder verschissen hat, wo er gar nicht reinkommen sollte oder hätte dürfen. Dann hat er da noch wieder irgendwo an der Technik rumgefuscht, hat WLAN-Router ausgestöpselt und sowas. Leute, auch das ist eine Straftat. Der Junge denkt, er ist so witzig und Troll. Nein, Digga. Du hast eine Straftat begangen. Du darfst da nicht rein. Also laber doch irgendjemanden mit Case Freak nicht voll. Der hat 5 Straftaten begangen. Du machst dauernd Straftaten in deinen Videos. Du wirst doch dauernd angezeigt von irgendwem. Aber du rallst einfach nicht, dass du
dauernd Scheiße baust. Die Videodays, da läuft sowieso schon so viel falsch. Das muss so viel besser werden. Und dann braucht man kein Kuchen-TV, der da hinkommt und für noch mehr Unordnung sorgt. Kommen wir nochmal zurück zu der Aktion Chaos Freak und Kuchen-TV. Chaos Freak hat sich hundertprozentig natürlich nicht richtig verhalten. Dass man ausrastet, ist nicht richtig. Dass er Hurensohn sagt auf der Bühne, ist ganz und gar nicht richtig. Aber das Ding ist einfach, was ich auch so ein bisschen aberwitzig finde, ist, dass er auf einmal Hurensohn sagt auf einer Bühne und auf einmal sagen alle, oh, was hat er da gemacht? Chaos Freak sagt doch dauernd Begriffe, wo ich sagen würde, Digga, nee, Mann, das geht so nicht. Sag das mal besser nicht. Dass so ein Kuchen-TV ankommt und meint, ah, der hat Hurensohn gesagt, das war nicht richtig. Das sagt man nicht vor kleinen Kindern, weil, das ist ein böses Wort. Aber was ich mache, ich fick da Leute in den Arsch und das ist viel besser, weil das erwarten die Leute von mir. Was ist das für eine Aussage? Digga, mit wem willst du hier ficken? Alter! Wie dumm ist diese Aussage? Ich darf alles, weil die Leute erwarten, dass ich sowas mache. Das ist doch auch keine Rechtfertigung. Chaos Freak hat ein Statement-Video gemacht zu dem ersten Video von Kuchen-TV. Und meiner Meinung nach, ganz klar, war das ein gutes Video von Chaos Freak, weil er einfach... Ich finde, er hat sehr ehrlich die Sachen beantwortet. Wenn man auftritt, natürlich spielen da Emotionen eine Riesensache. Könnt ihr euch noch erinnern an den Auftritt, wo Moneyboy den Auftritt der Orsons, war das glaube ich, gestürmt hat? Die haben auch ähnlich reagiert. Dann ist der Moneyboy irgendwie lang gegangen mit seinem Orangensaft, kippt ihn in die Zuschauer rein, macht da auch irgendeinen Scheiß und fand das auch total witzig, aber die Orsons fanden das nicht witzig, weil die voll in ihrem Element drin waren und auf einmal da rausgerissen worden sind aus ihrer Show. Und für Künstler ist es... die darauf nicht unbedingt gefasst sind, ist das was ganz Schlimmes. Und dann zu sagen, ja, ich hätte ja einfach mitgemacht als Kuchen-TV. Nee, so einfach ist es leider eben nicht. Und auch mal ganz davon abgesehen, ob das gut oder ob das schlecht war, ob die was können oder nicht, ist erst einmal in diesem Moment scheißegal. Sie treten auf, für sie ist das ein sehr wichtiger Moment und dann kommt jemand und macht den kaputt. Natürlich wird man da sauer. Was Chaos Freak ja auch in seinem Video meinte, andere hätten da wahrscheinlich schlauer gehandelt als er. Und das hat er sehr gut erklärt. Und er meinte auch, er ist nicht perfekt, er macht Fehler. Die Aktion war auch scheiße. Und er hat sich da einen großen Fehler eingestanden. Das finde ich, ist eine gute Sache. Immerhin hat er gesagt, Leute, stimmt, das war nicht gut. Natürlich ist es auch so eine Sache, Leute zu bedrohen, ihnen Angst zu machen. Das ist uncool. Das ist wirklich uncool. Natürlich hätte Chaos Freak da wesentlich erwachsener reagieren können. Das Ding ist, ich war da natürlich nicht bei. Ich kann das nicht beurteilen, aber ich weiß, dass Kuchen-TV ein sehr provokanter Mensch sein kann. Fakt ist aber auch, die Kamera erstmal zu entwenden, ja, denn die Speicherkarte zu klauen, das ist eine Straftat. Und das ist ganz klar nicht okay. Das ist falsch. Ich kann euch einfach sagen, dass sich beide Parteien in vielen Punkten einfach falsch verhalten haben. Der eine muss nicht so provozieren, der andere muss nicht so eskalieren. Eine Sache will ich noch unbedingt sagen, die, glaube ich, in meinen Videos öfters auch mal zu kurz gekommen ist. Viele schreiben mir oft, oh, Operate, der muss weg von YouTube, alles was scheiße, das muss weg. Und das sehe ich eben überhaupt nicht so. Ich finde auch viele Sachen unfassbar schlimm und scheiße und würde mich freuen, wenn sie von alleine weggehen. Aber genau das ist der Punkt. Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, das Leben oder die Karriere einer Person zu zerstören. Ich bin auch der Meinung, jeder Content auf YouTube hat seine Berechtigung. Denn nur weil ich sage oder weil andere sagen, der Content ist scheiße, habe ich nicht das Recht, diesen Content zu verbieten. Ich mache aber gerne meine Fresse auf, wenn es eine Berechtigung hat. Wenn ich merke, dass Werte vermittelt werden, die ich grundlegend falsch finde, oder wenn rechte Parolen irgendwo verbreitet werden, oder Sexismus, oder Rassismus, oder sonstiges, was einfach in meinen Augen super falsch ist, dann mache ich immer meine Klappe auf. Sehr laut auch. Aber selbst so ein Upper Red, wo ich wirklich vieles ziemlich beschissen finde, dem will ich nicht seine Karriere kaputt machen. Weil er hat ein Recht auf dieser Plattform ebenfalls ein Bestandteil zu sein. Selbst wenn ich mir wünschen würde, dass andere Sachen erfolgreicher sind als sein Content. Und genau so steht es bei einem Chaos Freak, dessen Inhalte ich auch nicht sonderlich mag. Und auch ein Kuchen-TV, der in der Tat auch für mich in den meisten Fällen sehr bekannt geworden ist, indem er Leute hasst oder schlecht dastehen lässt. Selbst so jemanden möchte ich nicht verbieten, auf YouTube zu sein. Wisst ihr, wenn wir anfangen würden zu sagen, der darf und der nicht, dann wäre das Zensur. Und ich bin gegen Zensur. Auch wenn das manchmal Dinge mit sich führt, die man vielleicht nicht ganz so geil findet. Ich weiß nicht, wie ihr zu dieser Aktion steht. Vielleicht findet ihr das ja sauwitzig und denkt euch, ah, endlich wurde jemand hier mal zerfickt.
Aber ihr habt jetzt ja meine Gedanken dazu, zum Zerficken gehört, wie ich dazu stehe. Und jetzt könnt ihr gerne eure Gedanken und eure Meinung dazu unten in die Comments klatschen. Ich bin gespannt, wie eure Meinung ausfallen. Ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß es ungefähr schon. Vielleicht überrascht ihr mich aber auch. Mit diesen Worten, Freunde des Internets, make YouTube great again. Lasst mal irgendwie wieder mehr geilen Scheiß machen, anstatt mit Scheiße zu dominieren. Meiner Show hilft das sehr. Mein Kopf hätte lieber heute anderes. Mit diesen Worten, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren und schaut beim nächsten Mal wieder mit rein. Verdammt, sprechen kann ich auch nicht. Bis dahin, haut rein. Peace and out.